Hallo, da bin ich wieder und ihr seid auch wieder da. Wie schön, wir können zusammen basteln. Bevor wir loslegen können, muss ich mich allerdings erst entschuldigen. Bei uns werden in diesem Jahr Häuser, die neben uns stehen, sieben an der Zahl, abgerissen. Und heute hat man angefangen, in den Gärten die Bäume zu fällen und die zum Teil recht hohen Hecken zu fällen und ja, quasi die Gärten auch dem Erdboden gleich zu machen. Leider. Das bedeutet, ich bin also den ganzen Tag schon ziemlichem Lärm ausgesetzt und ich hoffe, dass jetzt während des Videodrehs es vielleicht relativ ruhig ist. Im Augenblick ist es relativ ruhig. Die müssen ja zwischendurch auch das, was sie abgemacht haben, auch mal abtransportieren. Anscheinend haben wir gerade so eine Phase. Zwischendurch war es aber auch schon ziemlich heftig laut. Ich hoffe, wenn das gleich wieder losgehen sollte, dass das nicht zu sehr auf ja, auf die Kamera, auf das Mikrofon geht und dass ich mich weiter konzentrieren kann und dass ihr mir trotzdem gerne zuseht und zuhört und euch dieses schöne kleine Projekt nicht entgehen lasst, nur weil vielleicht die Hintergrundgeräusche etwas anstrengend sind. Ja, da geht es auch irgendwie schon wieder los. Okay, also. Bei uns geht es jetzt aber auch los. Die Fastenzeit hat angefangen, das heißt, in 6 Wochen haben wir Ostern. Und deshalb finde ich, kann man also ruhig schon mal sich mit dem ersten richtigen Osterprojekt beschäftigen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir zusammen so ein kleines Osterkörbchen basteln. Solche Osterkörbchen bastel ich schon ziemlich lange. Oder nicht nur Osterkörbchen, die können natürlich zu jeder Gelegenheit auch als Geschenkverpackung herhalten. Das mache ich schon sehr, sehr lange. Allerdings hatte ich immer eine Größe oder eine Anleitung in der Größe, die wesentlich größer war, beziehungsweise sehr viel kleiner war. Und das hat mir nicht so gefallen. Und ich dachte, so ein Projekt für euch, für ein Video, für eine Anleitung wäre eigentlich schön, wenn es so eine mittlere Größe wäre. Und deshalb habe ich mich also hingesetzt und habe das mal ausprobiert und umgerechnet und geguckt, dass es dann immer noch passt, weil dieses Raster, sage ich mal, oder diese Grundform, die möchte ich schon natürlich beibehalten, dass das so klappt. Also, dass man hier dieses übereinanderliegende hat, ne? Sieht man das? Ja. Und ja, es ist mir gelungen, wie ihr seht. Das hier ist der Prototyp. Man kann das natürlich auch nur aus Cardstock machen. Man muss es nicht verzieren mit Designpapier. Und ich habe es innen etwas gestaltet, als ich das von der Anleitung kenne, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen stabiler. Und hier bei dem eigentlichen Prototyp, den ich jetzt euch hier zeige, da habe ich so ein bisschen Verzierung aufgebracht, einmal auf den Henkel und auch hier auf jeweils das oberste, die oberste Abteilung, sage ich mal, dieses Körbchens und auch hier die Seite, die dann aber eigentlich verdeckt wird, habe ich auch verziert. Das hier ist einfach nur ein Rechteck, was ich dann da drunter geklebt habe. Ich zeige euch das an der entsprechenden Stelle, weil bei dem Körbchen, das wir jetzt zusammen machen, werde ich diese Seite nicht verzieren. Wir werden also nur den Henkel und das hier oben machen, aber hier die Seite nicht. Aber ich sage an der entsprechenden Stelle, wo das geht. Und ihr werdet sehen, natürlich ist es auch möglich, hier diese Seiten und das hier alles, ne, auch nochmal mit Cardstock zu bekleben. Entschuldigung, mit Designerpapier zu bekleben, das ist natürlich möglich. Wer sagt, ich möchte das nicht so mit aus Cardstock machen, der kann natürlich überlegen, den Cardstock auch vorher zu bestempeln, um da so ein bisschen was ja, Lebhaftes reinzubringen. Ein Körbchen aus dem Designerpapier herzustellen, das geht natürlich von der Optik und von der Konstruktion geht das selbstverständlich, aber ich würde es nicht empfehlen. Das ist zu dünn, das Designerpapier. Und auch unser etwas dickeres Designerpapier, wenn das dann so foliert ist und auch stabiler ist, ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Also ich würde immer Cardstock wählen und den dann entsprechend verzieren, wenn es gewünscht wird. Also hier habe ich das Designpapier auch so groß gewählt, dass man gar nicht mehr viel von dem Cardstock sieht. Sonst mache ich ja gerne 0,5 kleiner, aber hier habe ich sogar nur 0,3 kleiner gemacht. Das heißt, man sieht also wirklich nur noch so einen ganz schmalen Rand von dem Cardstock, aber für die Stabilität braucht man es auf jeden Fall. Ne? Und wer das ganz bunt haben möchte, wie gesagt, der verziert es eben dann auch komplett. Das ist ganz einfach und das geht auch, denke ich mal, recht schnell. Und ihr werdet sehen, an welcher Stelle das sein muss. Was ganz wichtig ist, was wir für dieses Körbchen brauchen, sind Brads, Spreizklammern, Musterspreizklammern, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Und zwar ist es wichtig, dass es relativ lange Brads sind. Also
hier, wie groß der Kopf ist, ist eigentlich mehr oder weniger fast egal, sollte nicht zu klein sein. Aber die Flügel, die sollten auf jeden Fall lang sein, weil wir gehen doch durch viele Lagen Papier, Cardstock und eventuell auch Designerpapier durch. Und da braucht man einfach eine bestimmte Länge, sonst packt das Brett das nicht. Und das soll ja, daran hält letztendlich das Körbchen an der einen oder an der anderen Seite. Also da braucht man einfach eine gewisse Länge. Ich habe hier die von Stamping abgenommen, die Round and Square Brads, also runde und viereckige Spreizklammern. Die lege ich aber jetzt erstmal beiseite, die brauchen wir gleich erst. Und das Körbchen, das lege ich auch beiseite. Vielleicht brauche ich es gleich nochmal, um was zu zeigen, also nicht zu weit weg. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir brauchen ein Stück Cardstock in der Länge 19 x 21. Das gibt dann unser Körbchen. Und eine DIN A4 Seite ist ja 21 breit. Das heißt, ich muss mir also nur das auf 19 zurechtschneiden. Das mache ich hier mit meinem Schneid- und Falzbrett. Schneide hier auf 19 zurecht. Der Vollständigkeit halber, für den Henkel habe ich ein Stück genommen im Maß 2 cm breit und 24 cm lang oder umgekehrt, je nachdem, wie man es rechnen möchte. Da kommen wir aber gleich zu. Und für die Verzierung habe ich Designerpapier genommen und zwar im Maß 1,7 x 23,7 für den Henkel. Und 6 Stücke, weil ich ja nur die oberen Teile bekleben möchte, 6 Stücke Designerpapier in den Maßen 6,7 breit und 1,7 hoch. Wie gesagt, wenn man das ganze Körbchen verzieren möchte, braucht man genau von dieser Größe nur entsprechend nochmal mehr. Und hinterher noch ein Rechteck, wenn man auch die größere Seite dann noch verzieren möchte. So. Genommen habe ich Minzmakrone und das Designerpapier ist aus dem Set, was in der Celebration kostenlos war. Das jetzt, wenn das Video online geht, gibt es das nicht mehr. Aber das ist ja letztendlich egal. Das ist jetzt nur, um zu zeigen, wie es funktioniert. Und jeder Cardstock und jedes Designerpapier kann verwendet werden. Und passend zu Ostern oder sonstigen Gelegenheiten, wie gesagt, als Geschenkverpackung eignet sich das sicherlich auch sehr, sehr gut. Das Körbchen. Das macht ihr so, wie ihr das möchtet, bitte. So, ja, dann fangen wir auch direkt mit dem Körbchen an. Also das Stück Designpapier 19 x 21 und die Seite, die 21 cm breit ist, legen wir hier an. Und ne, das ist die 21 cm Seite und falzen die. Also wir dritteln sie quasi bei 7 cm und bei 14 cm. Und dann drehen wir das Ganze. Ich kann jetzt auch schon den Arm einklappen, dann passt das hier besser hin. Drehen uns das Papier und müssen jetzt auf der kürzeren Seite, auf der 19 cm Seite, jeweils von rechts und von links falzen, um 3 Abteilungen a 2 cm zu bekommen. Ja, und dann lege ich das hier, ich mache das immer ganz gerne, den ersten Zentimeter oder die erste Falzung, wenn es nur so kleine Zentimeter sind wie hier, also die 2 cm, dass ich die nach rechts abmesse, weil hier das ganze Papier oben gut anliegt. Ich ziehe es mal ein bisschen runter, dann könnt ihr es besser sehen. Also 2 cm, dann drehe ich mir das rum, falze bei 4 cm und bei 6 cm. Dann schiebe ich das Ganze durch, lege das wieder an. Hier jetzt rechts bei 2 cm. Dann drehe ich es mir um und lege es hier an bei 4 cm und bei 6 cm. So, dann kann ich das auch erstmal beiseite tun. Und
so haben wir gefalzt, also so lag es auf, so haben wir reingefalzt. Und das heißt, wir knicken jetzt das so nach hinten. Ja, erstmal vorknicken und zwar erstmal nur diese zwei großen Falzen oder die zwei Falzen, die das dritteln. Und ziehen das Ganze auch schon mal mit dem Falzbein nach. Und klappen das jetzt so auf, dass wir die Innenseite sehen. Also das geht hoch, das ist die Innenseite. Und als erstes markieren wir uns hier die Löcher, die wir hier in den äußeren Teilen jeweils brauchen. Ich nehme dazu schon mal hier diese Matte unten drunter, weil ich dann da besser einstechen kann. Und jetzt ist es sinnvoll, wenn wir ein Geodreieck haben. Das muss nicht sein, ihr könnt das auch normal abmessen. Ihr könnt es auch von außen abmessen. Ihr könnt auch mit einem Bleistift arbeiten und hinterher wieder alles wegradieren. Euch vorher eine Hilfslinie machen, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich zeige es euch, wie ihr das auch machen könnt und ohne großartig Hilfslinien zeichnen zu müssen, die man hinterher, weil das mag ich nämlich nie so wahnsinnig gerne, hinterher wieder wegradieren muss. Ja, also deshalb arbeite ich jetzt an der Stelle sowieso erstmal von der Innensache, weil ich muss gleich was anzeichnen, da geht es nicht anders. Aber so wenig anzeichnen wie irgend möglich wäre schön. So, und wir müssen diese äußeren drei Stränge, sage ich mal, müssen genau in der Mitte hinterher Löcher bekommen, die also genau 1 Zentimeter von dem Rand und jeweils von dem Rand bzw. der Falzlinie entfernt sind. Liegen. Und dann nehme ich mir das Geodreieck und hier das Geodreieck zeigt ja hier auf diesen Linien immer 0,5 cm an. Das heißt, ich lege mir dieses Geodreieck mit der 0 ganz nach links und nehme die zweite Linie, dass die genau hier mit dem Cardstock abschließt und da auch parallel liegt. Und jetzt weiß ich genau, hier, wenn ich hier die 1 und die 3 und die 5 ganz leicht nur einpiekse, sodass ich es auf der Rückseite da, oder auf der dann Vorderseite auch sehen kann, dann ist das genauso, wie ich das haben will. Also genau 1 Zentimeter von hier und 1 Zentimeter von da entfernt. Und das mache ich dann hier auf der Seite auch. Ich lege jetzt hier wieder unten die zweite Linie vom Geodreieck an, links auf der Falzlinie die 0 und piekse ganz kurz hier bei der 1. Das muss nicht nur sich wölben oder so. Es kann ruhig durchgehen. Wir machen hinterher sowieso ein Loch rein. Und bei der 5. Und jetzt muss ich hier von diesem Mittelteil, da muss ich 1,4 cm mir abrechnen. Ich lege also das Geodreieck an. Und bei 1,4 cm, das ist hier, mache ich mir eine kleine Markierung. Leg das Geodreieck jetzt wieder hier so an. Jetzt kann ich natürlich nicht genau eine Linie nehmen, sondern muss nur gucken, dass es parallel ist. Aber das hilft mir eben, dass ich jetzt parallel eine Linie ziehen kann, die genau 1,4 cm vom Rand entfernt ist und nur in der Mitte. Kann man das sehen? Ja. Ja. Und von dieser Linie wiederum, das Stück in der Mitte ist 3,5 cm. Das heißt, wenn ich hier 3,5 und hier 3,5 auf den Falzlinien habe, dann bin ich in der Mitte, genau in der Mitte dann bei 0. Jetzt lege ich mir das wieder so hin, dass ich hier diese Linie mit der vorab angezeichneten Linie parallel habe und mache hier einen kleinen Punkt. Ja, also dieser kleine Punkt ist 0,5 cm von dieser Linie entfernt. Und dann drehe ich das Ganze um und mache es nochmal. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert erklärt. Aber vielleicht, wenn man es jetzt nochmal sieht, dann wird es vielleicht klarer, falls es bis jetzt noch nicht klar gewesen sein sollte. Geodreieck lege ich hier links in die Ecke bei der 0 an und beim zweiten Strich, weil ich möchte ja 1 cm Abstand haben, links ist die 0, sodass wenn ich hier bei 1 markiere, 3 markiere, 5 markiere, meine Punkte genau 1 cm vom Rand und von diesem Rand entfernt sind, beziehungsweise jeweils von diesen Falzlinien. Und das mache ich hier auch, lege die 0 auf die Falzlinie, hier unten parallel zu meinem Cardstock
zweite Linie und mache jetzt bei 1, bei 3 und bei 5 ein Loch. Jetzt messe ich mir wieder 1,4 cm vom Rand für die Mitte ab. 1,4. Leg das Geodreieck wieder so an. Kann das jetzt aber eben nur parallel mit den Linien, aber das kann man ganz gut abschätzen so. Und mache eine Linie zwischen den zwei Falzlinien für die Mitte. Und jetzt lege ich das Geodreieck auf diese gerade gezogene Linie. Und da diese Abteilung 7 cm ist, weiß ich, 3,5 ist die Hälfte, muss ich also rechts und links jeweils bei 3,5 sein. Und dann bin ich hier bei 0 in der Mitte, mache eine kleine Markierung. Und das heißt, diese Markierung ist genau 0,5 cm entfernt von diesem Strich, den ich mir gerade gezogen habe. So, und jetzt müssen wir schneiden. Und jetzt könnt ihr das machen, wie ihr möchtet. Also der eine oder andere mag vielleicht lieber auf der Außenseite schneiden, der eine oder andere vielleicht lieber auf der Innenseite, so wie ihr möchtet. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit der Schneidemaschine schneiden. Dann empfehle ich allerdings, dass ihr euch hinstellt, damit ihr genau seht, dass ihr nicht weiter als bis zu dieser Falzlinie schneidet. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch deshalb gesagt, die vorher tatsächlich schon mal falzen. Denn wenn wir jetzt mit der Schere schneiden, ist das wirklich ein schöner Stopppunkt für uns, dass wir nicht weiter schneiden als bis zu dieser Falzlinie. Große Schere, kleine Schere, auch das ist so, wie ihr gerne möchtet. Ich nehme jetzt hier diese kleine Schere und ich bin jetzt, wie ihr seht, auf der Außenseite, habe das hier so geknickt und fange an zu schneiden. Und ganz genau nur bis zur Falz. Und diese drei Linien jetzt schneiden. Und jetzt hier. Und wie gesagt, ich komme gar nicht in die Versuchung weiter zu schneiden, weil ich genau weiß, da ist die Falzlinie und da müsste ich ja so über so einen Hubbel quasi schneiden. Das mache ich gar nicht, ne? Also ich finde das erleichtert. Aber wie gesagt, wer mag, schneidet das selbstverständlich mit der Schneidemaschine. Es gibt kein Falsch, es gibt nur, jeder macht es so, wie er es am bequemsten, am schönsten findet und wie er mag. So, andere Seite genauso, auch hier nur bis zu dieser Falzlinie. Das waren ja die zwei ersten, die wir gezogen haben, um uns den Cardstock zu dritteln. Wir nähern uns dem Ende des Schneidens. So, und jetzt können wir an der Stelle schon mal hier die Falzlinien auch nachziehen. Kann man auch noch zum späteren Zeitpunkt machen. Ist egal. Ne? So wie ihr möchtet. Aber das kann man jetzt schon mal machen. So, das Körbchen nimmt schon Form an. Und was wir jetzt machen müssen, sind die Hilfslinien, die wir uns eben gezogen haben, auch nutzen und den Streifen da wegschneiden. Das mal so ein bisschen zur Seite schieben und einfach auf der Linie den Cardstock abschneiden. Auch das ginge natürlich mit der Schneidemaschine.
Oder mit einer großen Schere. Wie gesagt, ganz wie ihr wollt. So. Und bevor wir jetzt hier irgendwas zusammenbauen, sollten wir vorher die Verzierung, also den Cardstock anbringen. Das Designerpapier anbringen, weil sonst kommen wir dahinter nicht mehr so gut dran. Ja. Und was wir dann gleich noch machen müssen, ist die Löcher vergrößern. Das heißt, hier sind meine 6 Stücke Cardstock. Und die klebe ich jetzt alle, und zwar nur auf die Außen- bzw. ganz hier unten Abteilungen auf, weil ich ja das nur oben haben möchte. Zum Aufkleben nehme ich wie meistens den von mir sehr favorisierten Flüssigkleber. Und ja, ich klebe den auch jetzt hier über das Loch erstmal drüber. Das werden wir gleich nochmal wieder öffnen und markieren. Aber erstmal kleben wir diese kleinen 6 Teilchen hier auf. Wer möchte, achtet auf Musterverlauf. Aber ich finde, bei so einem Muster kann man das durchaus vertreten, das nicht getan zu haben. Ist ja auch kein Zwang. So. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Das ist schon das zweite Mal, dass ich dieses Video drehe. Beim ersten Mal vielleicht der Tatsache geschuldet, dass da draußen so ein Krach war, bin ich ungefähr bis zu dieser Stelle gekommen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mich vermessen hatte. Diesmal habe ich mich nicht vermessen. Und diesmal scheint es gut weiterzugehen. Ja, dann musste ich einfach nochmal von vorne anfangen. Ne? So ist das halt. So. Und jetzt noch die letzten 3. Und wie gesagt, wer möchte, dass das ganze Körbchen bunt ist oder mit Designerpapier beklebt ist, der macht diese ganzen Abteilungen hier eben auch voll. Also pro Höhe, sag ich mal, sind das immer 6 Teile, alle gleich groß. Also dann einfach statt 6 Teilen 12 bzw. 18 Stückchen schneiden und aufkleben. Und so. So, jetzt müssen wir bei diesen Außenteilen noch mal kurz nachstechen, damit wir auch durch das Designpapier durchgehen und auch sehen, wo gleich das Loch etwas vergrößert werden muss. Und wer möchte, dass eben diese Seitenteile hier, also dieses untere Seitenteil auch verkleidet ist, der klebt jetzt, das entspricht jetzt hier, der klebt jetzt hier einfach ein Stück Designerpapier auch nochmal auf. Das ist 7 cm breit, also da würde ich, wenn wir mit der gleichen Größe bleiben wollten, würde ich hier empfehlen 6 cm Designerpapier in der Breite. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, 3,7 in der Höhe müssten reichen. Ja, der Rest wird sowieso verdeckt, das sieht man dann hinterher nicht. So, und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir müssen hier oben ein bisschen Ecken abschneiden. Weil man das ansonsten hinterher würden dann diese Ecken hier rausragen. Ich zeige das mal hier an dem Prototypen, da kann man das vielleicht ganz gut sehen. Einfach diese Ecken hier oben von dem Innenteil anschrägen, wenn das Ostergras oder was auch immer drin ist, dann sieht man das nicht so. Aber wir wollen auf jeden Fall nicht, dass das nach vorne irgendwie rüberragt. Ja, also diese Ecken müssen in irgendeiner Form abgeschnitten werden, also ein bisschen.
Dazu könnte man jetzt beispielsweise, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, vielleicht ist es auch ein bisschen zu groß. Ich würde auch sagen, das ist zu aufwendig und außerdem hat nicht jeder diesen Eckenabschneider, sondern ihr macht einfach ein bisschen Augenmaß. Es muss ja nur so ein Stückchen sein, so etwa. Und das schneidet ihr ab. Und wenn ihr jetzt allergrößten Wert drauf legt, dass alles gleich ist, dann nehmt ihr dieses abgeschnittene Stückchen und legt das dann umgedreht also mit der Seite, die oben ist, kann man hier ein bisschen sehen, weil ja hier die Hilfslinie noch ist. Die muss auch hier oben sein. Legt das dann hier wieder an und schneidet daran nochmal ab. Dann hättet ihr hier und da die gleiche Seite. Man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Man kann es ja auch übertreiben. Und übertreiben wollen wir es nicht. Ne? Also ich mache jetzt hier einfach per Augenmaß, habe ich mir das hier abgeschnitten. Und genauso, wenn ich das wieder genauso auf der anderen Seite haben möchte, dann könnte ich mir natürlich hier das Abgeschnitte wieder nehmen, könnte das hier dranlegen. Aber man muss nicht alles machen. Ne? Also ich nehme mir das hier einfach wieder so oder so rum, egal. Kann man es sehen? Per Augenmaß einfach ein Stückchen Ecke ab, nicht zu viel, muss nicht zu viel sein, darf natürlich auch nicht zu wenig sein, aber so. Und wenn ich hinterher feststelle, das reicht nicht, dann schneide ich halt noch mal ein Stückchen ab. Ja, das ist also, darauf finde ich, kommt es nicht an. Wichtig ist allerdings, dass ein bisschen was abgeschnitten wird. So, und was wir jetzt noch machen müssen, sind die Löcher, die wir jetzt von innen nach außen gestochen haben und nur markiert haben. Ich finde es schöner, man sieht zwar hinterher nicht mehr viel davon, das heißt, es ist weniger eine optische Sache, aber ich finde es praktischer, wenn wir das Brad durchfädeln, wenn das Brad leichter durchgeht. Also nicht an irgendwelchen, wenn man jetzt hier so guckt, wir haben jetzt von innen nach außen gestochen. Das heißt, wir haben ein bisschen Papier, was hier nach außen ragt. Und wenn wir das gleich jetzt noch vergrößern, wenn das noch mehr nach außen ragt, also noch mehr Papier, dann muss man mit dem Brad so rumstochern, finde ich nicht so schön. Deshalb, das waren nur Markierungen und deshalb werden wir jetzt von außen die Löcher vergrößern. Wer hat, kann auch gerne natürlich so eine kleine Lochstanze nehmen. Ich mache das gerne hier mit so einer Nadel oder so einem Prickelwerkzeug. Und werde dann also hier einfach in das Loch gehen, das ein bisschen vergrößern. Hier in der Mitte auch. Muss nicht zu groß sein, aber da kann man eigentlich auch nichts falsch machen und drehe mir das Ganze noch mal um. Und gehe jetzt also hier noch mal nach und bringe letztlich das Papier auch wieder nach innen, damit das Brad sich gleich einfacher einfädeln lässt. So. Dann lege ich das mal beiseite, denn als nächstes und auch hier das als nächstes müssen wir uns den Henkel noch fertig machen. Da hatte ich ja gesagt, ich habe 24 cm in der Breite und 2 cm in der Höhe. Und das Designpapier ist 1,7 cm in der Höhe und 23,7 cm in der Breite. Also immer 0,3 kleiner. Und das klebe ich mir jetzt mal da drauf. Da gebe ich auch relativ viel Kleber in die Mitte. Das soll natürlich nicht nach rechts und links quetschen, aber es soll sehr gut haften und nicht irgendwo an einer Stelle irgendwie hochjapsen. Zumal wir ja jetzt gleich den Henkel auch ein bisschen biegen werden. Und das soll also dann schon eine gute Haftung haben. So, doch mal nochmal die Matte haben. Und wer möchte, wir brauchen ja jetzt auch 2 Löcher im Henkel, weil wir den auch mit den Brads befestigen. Es wird also alles komplett an diesem einen Brad hängen. Also rechts an einem und links an einem. Nicht zu verwechseln mit Brad Pitt. Und das kann man jetzt natürlich wieder ausmessen, wenn man möchte. Man kann es aber auch vielleicht so ein bisschen... Ach komm, messen wir es aus.
Ne? Man kann aber natürlich auch nach Augenmaß. Und wir haben ja hier wieder 2 cm, so wie wir eben die einzelnen Teile unseres Körbchens ja auch 1 cm hatten. Das heißt, ich kann mir das hier in der Mitte hinlegen. Rechts und links habe ich 1 cm. Hier unten habe ich auch 1 cm. Und dann mache ich mir hier. Und hier kann ich direkt durchstechen. Und das gleiche von der Seite auch. Also unten der Cardstock liegt bei diesem zweiten Strich, also bei 1 cm rechts und links. 1 cm, das heißt, bei der 0 bin ich genau in der Mitte und kann zustechen und das Loch machen. So, jetzt müsste der Kleber auch genug angezogen haben und ich kann das Ganze so ein bisschen mal über ein Falzbein ziehen, um die Papierfasern etwas zu brechen. So, und jetzt geht es tatsächlich ans Zusammenbauen. Das heißt, ich nehme mir meine Brads, das Körbchen, lege das so vor mich hin, klappt das erstmal, habe ich festgestellt, ist am einfachsten, wenn ich das erstmal hier nach innen klappe, dieses Teil. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also, man kann den Henkel außen aufbringen. Man könnte aber rein theoretisch den Henkel natürlich auch innen befestigen. Da muss man sich überlegen, was einem lieber ist. Wenn wir ihn außen haben wollen, müssen wir mit dem Henkel anfangen. Wenn wir den Henkel innen haben wollen, dann hören wir damit auf. Ich finde es schöner, wenn der außen zu sehen ist. Und deshalb fangen wir mit dem Henkel an. Und dann möchte ich das so haben, dass ich also hier die Außenseite habe und sich dann das nächste und dann das nächste und dann das nächste da drüber legt. Und das bedeutet, wir müssen mit den obersten und in dem Fall auch äußeren anfangen. Und dann möchte ich es auch gleich haben. Ich möchte immer erst das rechte haben. Also ich fange, das rechte liegt oben und das linke wird dahinter gelegt. Klingt kompliziert, ergibt sich gleich völlig, wenn ihr das seht. So, wir legen los. Wir hatten uns das ja hier vorgefalzt. Das ist also alles fertig. Ich nehme den Henkel. Ich nehme das Brad und fädel das hier durch. Dann gucke ich das also wie ein Regenschirm oder die, ne? Also dieses Skelett sozusagen bilden. Nee, ist wahrscheinlich auch das falsche Wort. Also diese, wie auch immer, die gucke ich, dass die vor dem, weil das ist ja hier unsere Innenseite quasi jetzt, die Wand. Das soll auf jeden Fall innen sein. Ich gucke, dass diese 6 vorne sind. Fang mit dem Henkel an. Da ist das Brett schon durch. Und wie ich eben sagte, ich möchte immer von rechts über links. Also das heißt, jetzt kommt als erstes rechts. Und als nächstes das dekoriert, ich mach mal lieber, ne, so kann man es vielleicht besser sehen, das linke dekorierte. Das sind ja die beiden oberen Arme. Jetzt muss dieser zweite Arm genommen werden. Damit ich hier nicht durcheinander komme, sollte man sich das auch tatsächlich immer so nochmal, noch zur Not von außen nochmal gucken, was kommt als nächstes. Erst haben wir das, jetzt kommt natürlich das. Ich fange wieder mit rechts an, fädel das Brett hier durch. Und dann kommt das hier, das zweite, als nächstes. Und ich fädel das Brad dadurch. Und dann, guck, hier hat sich das nämlich schon verhuddelt. Erst will ich ja das rechte haben. Und dann will ich das linke haben. So. Ich das mich so allgemein verständlich ausgedruckt? Ich hoffe, ja. Falls ich eine Dekoration auch dieser Seitenwand haben möchte, ich glaube, das hatte ich das eben erwähnt, ne? Also wenn das so sein soll, auch wie hier, dann hätte ich hier einfach ein Rechteck auftragen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das eben erwähnt habe. Wie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Video. Was ich mache, ich sage es nochmal. Da würde ich sagen, 7 cm ist es ja in der Breite. Also, dass man 6,7 cm mal 3,7 in der Höhe müsste ausreichend sein, eben auch Designerpapier hat. Um das genau, also wenn das hier dekoriert werden soll, der Rest wird ja verdeckt. Und die sind
Das hatte ich auf jeden Fall eben nochmal gesagt. Die sind ja die gleiche Größe wie hier, die auch. So, und jetzt habe ich hier noch das Mittelteil oder die Außenwand. Und die gebe ich als letzte durch das Brett. Dann spalte ich quasi das Brett. Das hat ja so zwei Flügel. Und die drücke ich dann an. Und schon ist es fest. Und sieht so aus. Ja? Das Ganze macht... Ach so, was schon mal passiert, manchmal kriegt man die Breads nicht so richtig auseinander. Dann einfach einmal nach rechts, einmal nach links klappen. Dann kriegt man meistens die Flügel auseinander. Ja, dann haben die schon mal so ein bisschen, ich sag mal, so eine Art Schwächung. Und dann kann man sie auch tatsächlich auseinander und festdrücken. So, und weil es so schön war und weil wir ja auch fertig werden wollen, machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Also, wieder ein Brett. Brett. Wir fangen mit dem Henkel an. Es sei denn, der Henkel sollte nach innen. Ganz wie ihr wollt, ganz euer Geschmack. Dann wieder das hier nach innen legen, damit das wirklich als letztes dann dran kommt. Und hier diese Ärmchen sind ja vorgefalzt, kann nichts passieren. Und wir machen rechts über links. Also das heißt, wir fangen mit rechts an und links kommt dann dahinter. Und wir fangen oben an, also mit den, in dem Fall mit dem Dekorierten. Und dann kommt von links dahinter und das Brett. Und wir fädeln das hier durch, das Loch. Die stopfen wir mal hier hinten hin. Vorwitznasen. So, jetzt machen wir uns nochmal bewusst. Wir wollen als erstes... Also auf dieser Wand soll das sein und alles andere soll sich da drüber schichten. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes das zweite hier nehmen. Dazu müssen wir aber erstmal hier diese nach hinten. Genau, so. Also das hier, das zweite, muss ich jetzt quasi unter das hier legen. Und wir fangen wieder mit rechts an. Also das einfädeln. Und das hier ist das zweite von oben und das ist das linke und das soll dahinter kommen. Und jetzt haben wir die letzten. Da soll wieder das rechte und dann erst das linke. Und dann haben wir das so. Und als letztes fädeln wir das Brett durch die Seitenwand. Und wenn, nun, das kann man jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Hier kann ich das sehr gut rechts und links aufmachen. Es gibt schon mal Breads, die lassen sich nicht so leicht knicken. Dann einfach komplett nach links, komplett nach rechts. Und wenn man sie dann wieder hoch macht, dann hat sich meistens hier so eine kleine Öffnung gebildet und dann kann man die Ärmchen wunderbar nach rechts und links biegen und aufmachen. Und schon sind wir fertig. Wie gesagt, das ganze Körbchen hängt an diesen zwei Breads. Der Henkel ist beweglich. Das heißt, wenn ich irgendwie befüllen möchte, kann ich ihn mir auch erstmal zur Seite tun. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe ja immer noch kein Obst, Ostergras. Finde aber ich, und auch das weiß ich nicht, ob ich das jetzt in diesem Video auch schon erzählt habe. Ostergras finde ich gar nicht so schön, weil Ostergras furchtbar krümelt, okay, aber auch so staubt. Und das finde ich echt unschön. Und das ist aus einer von einem Paket, was ich letztens bekommen habe. Das finde ich also eigentlich ganz geil. Ist zwar schwarz, aber pff, was soll's, ne? Und es muss ja auch nicht jetzt Ostergras sein. Es kann ja auch einfach Füllmaterial sein, weil es dieses Körbchen einfach als Verpackung für ein Geschenk zum Geburtstag oder zu sonstigen Gelegenheiten verwendet wird. Und es muss ja kein Ostergras sein. Und Recycling ist immer eine tolle Sache. Also warum nicht einfach schönes Packmaterial verwenden. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar Ostereier. Weil ich habe es ja jetzt als Osterkörbchen deklariert. Also jetzt kommt das Hüftgold dazu. Ups. Solange es hier reinkommt, wandert es nicht auf die Hüften. So. Und fertig. Und jetzt kann ich natürlich noch, man kann Schleifchen dran machen, ne? Hier an den Henkel oder hier oben. Oder man kann einen kleinen Anhänger dran machen mit ein paar Ostergrüßen oder
wenn es eben nicht Ostern ist, Geburtstagsgrüße oder was auch immer, Genesungswünsche. Hier habe ich euch nochmal das andere hingelegt. So, da kann man dann ein ganz gutes Schlussbild machen. Ja, das ist also mein Osterkörbchen in einer von mir designten Größe oder zusammengestellten, ausgearbeiteten Größe. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja Lust, das auch mal nachzubasteln. Ich bedanke mich, dass ihr soweit zugeschaut habt, wenn ihr noch dabei seid. Und ich hoffe, dass der Lärm draußen nicht zu sehr stört. Ich fürchte, der wird uns natürlich noch eine Weile begleiten. Vielleicht aber auch erst so dann wieder ab Spätsommer, Herbst, wenn dann die Bauarbeiten oder erstmal die Abrissarbeiten losgehen und dann die Bauarbeiten. Aber es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Es kommt, wie es kommt. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.